In der Stadt Cottbus gibt es 583 altlastverdächtige Flächen. Davon müssen zwar nur wenige saniert werden, das sind dann aber meist solche Flächen, die eine städtebauliche Entwicklung in ihrem Umfeld blockieren. Eine davon ist das ehemalige Gaswerksgelände in der Lausitzer Straße. Ja, der Standort ist eigentlich unsere erste Betriebsstätte nach der Spaltung von der ESSAG, also aus dem Energiekombinat. Hier haben wir einige Jahre gesessen, bis 1998. Und insoweit haben wir schon noch eine gewisse Verbundenheit zu diesem Standort. Bedauerlich ist, dass es mit der Zeit sich herausgestellt hat, dass es ein Altlastenstandort ist und wir natürlich gerne mitwirken wollen dabei, diesen Standort auch in einen vernünftigen Zustand zu versetzen. Dabei kann man hier schon von einem Erfolg sprechen, denn bereits am 1. September startete die Sanierung des Geländes für die weitere Verwendung. Jedoch ist das leichter gesagt als getan. Denn infolge der industriellen Nutzung sind durch gaswerkstypische Schadstoffe Belastungen des Bodens und des Grundwassers entstanden. Für den richtigen Abtransport der Chemikalien und teilweise Weiterverwendung des Bodens muss man dementsprechend vorgehen. Vielleicht können Sie ganz kurz erläutern, was passiert denn hier jetzt auf dem Standort? Wir sind im Moment dabei, das ehemalige Gaswerk freizulegen, zumindest die Teile, die unterirdisch verblieben sind. Hier hat in dem Bereich die Gaserzeugung gestanden, wo das Gas hergestellt worden ist. Da standen Öfen. Es sind unterirdisch Gruben da gewesen, die Abfälle aufgefangen haben. Und diese Einbauten werden jetzt zurückgebaut. Dabei findet man also auch heute noch Produktrückstände, Teer, Phenolwasser, solche Geschichten. Und wir heben den Boden und den Bauschutt aus. Es wird separiert und geschaut, was davon wenig belastet und stark belastet ist. Die stark belasteten Sachen werden entsorgt, wobei man einmal die Möglichkeit hat, Boden und Bauschutt an eine Bodenwäsche zu geben, beziehungsweise hochkontaminiertes Material wird thermisch verwertet und wird verbrannt. Unter einer intelligenten Inanspruchnahme von Landes- und Bundesfördermitteln konnten mehrere Millionen Euro für Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen nach Cottbus geholt werden. Man muss sich ja vorstellen, dass das mal ein Gaswerkstandort war und insofern auch so genutzt wurde. Und die Sanierung zeigt ja, dass hier in einer Größenordnung von 1,4 Millionen Euro etwas zu tun ist. Und das schränkt natürlich schon von Anfang an die Nachnutzung etwas ein, sodass man spricht da so gerne von Mischnutzung auf den Standort bringen kann. Natürlich ist ein hoher Versiegelungsgrad gut für den Standort, aber umlagert kann hier auch gewohnt werden. Ja, man kann aber im Wesentlichen im Zentrum gewerbliche Nutzung unterbringen. Und ich muss sagen, es gibt ja auch schon die ersten Interessenten, die jetzt sehen, Mensch, hier geht's wirklich los, hier wird saniert, die sich aus diesem Anlass für diesen Standort interessieren. Mit der Sanierung der Altlasten auf dem ehemaligen Gaswerksgrundstück in der Lausitzer Straße 1 bis 7 kann ein weiteres Altlastenproblem in Cottbus gelöst werden. Durch die Nähe zum Stadtzentrum könnte hier durchaus ein attraktiver Standort entstehen.